Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS09. Willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Moin. Ein wunderschön. Ich wollte gerade Map Mod Map Karte sagen. Ach, hier gibt's nicht die Mod Map Karte. Oh Mann. Oh nee. Ja, ich habe ein bisschen weiter gestriegelt, weil es waren doch ein paar mehr Bahnen, als ich dachte. In Saturno hätte noch ein bisschen länger gedauert. Ich und, war auch vielleicht kurz weg. Ja, Philipp musste ganz kurz weg, Edward. Erledigen, ja. Und jetzt geht's weiter. Und ja. Mit vollem Ärger. Ja! Ich werde jetzt hier das fertig stricken, den Strickel dann zurückgeben und dann werde ich mich an die Wiesen, Pflege, Bearbeitung, wie auch immer machen. Ja, was haben wir jetzt eigentlich ausgemacht? Treu oder Zählerin? Ich hab's mal angesprochen, aber wir haben glaube ich nichts beschlossen. Genau. Beschlossen. Ach, stimmt, wir sind irgendwie dann irgendwie auf was davon. Anderes gekommen und das war vorher schon so, ne? Ja. So. Wir sind's. Die LS-Profis. Ja, ja. Sprechen was an, ihr und machen wird doch was anderes. Aha. So kennt man sie. So, warte. Ja. Jetzt kommen wir aber doch zu sehen. Was wollen wir machen? Ich fand das Silo noch voll, ja, ne? Ja, ist voll 123% gesiliert. Dann würde ich sagen, machen wir heute. Ja, würde ich mal schau dir die Riesenwiese an, ne? Mhm. Also das bleibt nur. Also das ist ganz ehrlich. Ich werde jetzt mal richtig viel Heu einsammeln für die Schafe, was wir eigentlich schon viel genug haben. Also echt viel haben. Wie haben wir da hin? Warte mal. Wir haben noch 68.000 Liter Heu und 119.000 Liter Stroh. Ich glaube, vom Stroh können wir was wegmachen. Ein bisschen was behalten wir auf jeden Fall, weil. Hui! Was ist? Da kommt der Zug! Eieiei! Achso! Schrott fällt nicht unter den Betrag. Den brauchen wir noch, das ist der einzige mit Pflegebereifung. Wenn denn wär's Mähwerk vorne weg wäre. Flop weggeschossen. Flupulusik. Oh nee. Das geht doch nicht. So, warte. Dann kann man GPS ausmachen. Brauchen wir es nicht mehr. Das heißt, wir fahren jetzt direkt zu unserem Hof. Weg. Und ich habe jetzt tatsächlich jetzt ein anderes Getriebe hier in den guten Führer eingebaut. 4 Gänge. Und 4 Gruppen, glaube ich. Ja. Weil da läuft ja nur 35 und da braucht er keine 5 oder 6 Gänge. Ist, glaube ich, ein bisschen zu doll. Ne? Und so. Dann nochmal hochschalten. Also auch ein bisschen leiser. Flo? Vier Gänge ja, aber ich würde 3 Gruppen eher sagen statt 4 Gruppen. Ja. Könnte man machen. Das hat, ey. Das war jetzt gerade Achterbahn-Feeling, ne? Bei was? Bei mir gerade, ne? Weil ich fahre das so mit 25, mit 20 ran, gell, so, da war ich richtig so. Also, Turmbeinches. Ja. Und dann ist immer langsamer geworden und dann ist er wieder schneller, so wie eine Achterbahn. Mach für uns einen Betrag nicht kaputt. Nein, nein. Alles, der Mutter hat ab können, ne? Ma. Wenn der bei uns was taugen will, beziehungsweise bei uns was leisten will, dann muss er das ab können. So, hoch hier unsere nicht allzu steile Hochfahrt. So, dann können wir eigentlich das Ding hier gleich abkuppeln. Weil im Großen und Ganzen brauchen wir jetzt nicht mehr. Vor allem, was ich auch schön an dem VCA-GPS finde, du musst nicht immer dieses. So, ist er weg. Wer ist dieses blöde A, B-Linie? Ach so, ja. Die A, da ist A, ich seh's A. Es war zwar Legende, ich aber. Ja. Ich hab A! Oh ne. Ich hab's B, was? Oh Mann. So, warte mal, ich schnapp mir jetzt erstmal den guten alten Winkler. Raus, ja. So. Zack.
nehme ich den Epost. Hab kurz befürchtet, ich nehme das Schwert damit, aber alles gut. Euch vielleicht Kabel. Was los? Für meinen Controller. Ach so. Weil er sich schon wieder irgendwie hier. Oh, ich muss ganz dringend was machen, unser guter Hund. Der ist schon seit ewig nicht mehr gefunden. Das ist er gerade da, jetzt kann er fressen. Nee, ich hab den Hutsch. Ich hab den. Achso, hast du ihm schon was gegeben? Egal, dafür ist es halt nochmal. Warte, ganz wichtiges. Nee. Streicheln. Ja, schön in der Hundehütte drin, so muss das. Ja, ja. So. Jetzt kann es weitergehen. Können wir mal runterschalten. So. Jetzt ist besser. Ach komm, ich fahr hinten rum. Straße kann man schon so in- und auswendig. Ich brauche mich wieder üben im Verkehr hinter dem Beifahrer. Ja, doch, ich wäre eigentlich schneller als der Verkehr. Aber hier hinten haben wir doch halt unsere Ruhe, ne? Ja, dann werden wir mal schon ein Stückchen in der Kuh. Wenigstens hast du keine Probleme. Aber Feld Nummer 1 oder beziehungsweise Wiese 1 ist eigentlich die einzige Wiese, was wir jetzt momentan im Besitz haben, was relativ eben ist. Ja. Weil die anderen sind ja Bergwiesen, ne? Ja. So. Was ich tatsächlich auch noch richtig geil finden würde, was BNLS oder gerade für den Alpin-Bereich hier oder für normalen ist auch, wenn es das geben würde, und zwar dass man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt Kühe oder Schafe, dass man. Hab ich da fertig mit meinen, oder? Nein, mich nicht. Achso. Ich dachte, weil ich zusammengekloppt hast. So, klapp ich mal aus. Hier. Achso, wir können ja da hoch, ne? Warte, ich schalt mal runter. Ich schau wieder nicht. Ich hab grad. Bisschen dezent Probleme mit meinem Controller. Mach mal Allrad drin. Ich hab Allrad Sperren. Ja, tatsächlich, ich bring die Sperren halt wirklich stark raus. Bringt's Allrad drin? Ach, das gehört uns ja auch jetzt hier. Achso, der obere Teil gehört uns ja jetzt hier auch, ne? Stimmt. Ja, das ist geil. Weil dann haben wir die ganze Ecke hier. Oh ja, das wird nur schön. So. Das Pedal weggerutscht. Aber das habe ich nicht geplant. So, warte, ich muss aber noch ein bisschen hinter. So, was wollte ich denn sagen? Vorhin ansetzen. Ja, genau. Was ich noch geil finden würde, und zwar, wenn ihr zum Beispiel, wenn man jetzt Kühe oder sowas hat, dass man jetzt sagen kann, ja, ich nehme mir jetzt zum Beispiel die Wiesenfläche, hau da Zaunpfähle rein, mach dann Zaun rum und nehme es als weit. Als weitere Wiese oder beziehungsweise als weitere Weide für die Kühe oder Schafe demnach. Das würde ich noch geil finden. Ja. Oder ein bisschen mal liegen lassen. Eieiei. So, wie schnell können wir eigentlich fahren? Okay, 19 km/h ist Grenze. 24 km/h, ja, das passt, ne? So. Funktioniert wieder alles. Der Petra kämpft. Achso, du musst ja dann laufen, ne? Eieiei. Ei, ei. Jetzt hört sich ganz ja, den Map-Ende-Rand hätten wir noch ein bisschen weiter aufsetzen können, aber mal. Kann ja auch nicht jeder sich denken, dass wir ganz am Rand von der Map gehen, ne? Aber gut. Wenn man da schon Feld hinsetzt, ja. Kann man sich auch erdenken. Also es ist nicht so ein billiges, muss man dazu sagen. Naja. Du hast Spieße dabei. Ja, das stimmt auch wieder. Und ein bisschen
Sorry, Leute. Ich sag Bargeld, dir mal nur so, ne? Du wirst Spaß haben beim Wetten, so wie ich hier mehr. Ja, ich sehe es am Hang überhaupt. Die Zwischenbirne. Oh nein. Doch. Oh, ich hab. Ach, da oben wird's auch noch was eingehen. Ja, zwischen den Bäumchen auch. Vor allem. Ja, das geht. Das Ding ist halt, es ist super, dass ich hier einen steilen Hang mit Bürger dran fahre. Oh nein, steil. Ja. So. Ging noch, ne? Ja, kein Überrollbügel, wenn ich hier umkippe, dann bin ich platt. Nicht schön, ne? Da sieht man schon, dass der fett Berg ist, weil der passt sich wunderbar an. An den Hang. Ah, da vorne ist der Zug mal wieder unterwegs. So, jetzt. So, machen wir mal gut das Ding. Oh. Warte mal, kann Alter die Sperre wieder ausmachen. Aber bei nicht der Hochzug. So, wir schalten mal ein bisschen runter hier. Es so. Geht Richtung Heimat. Vom. Aber du wirst dann auch richtig Spaß beim Schaden haben, ne? Ah. Da beruhigst du dich, ne? Wer sagt, dass ich Schaden gehe? Ich bin am Wenden, du hast keine andere Aufgabe mehr. Ich klaue dir den Böhrer was. Du kannst ja nicht klauen, ich sitze drin. Das geht nicht. Ach. Dann setze ich hinten den Wender zurück. Ha, das geht. Oh, scheiße, ich dachte, er hätte es vergessen. Aber... oh, Mann. Und dieses Lachen, Alter. Oh Mann. Hier ist schon mal so ein riesen Steig. Ja. Aber das geht ja hier richtig weit hinter. Ich bevorzuge den das Wort Felsen. Felsen. Ey, es ist ein Berg? Da schaut Gestein raus. Ja, okay. Das ist genug. Als Stein kann man es nicht bezeichnen. Das ist ein bisschen zu groß, glaube ich. Ein Gestein. Weil kann man nicht hier hinterfahren, bevor kommt, du hast keinen Zugang. Ah, wir sehen. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja. Ah, dieses Häuschen da hinten oben, ne? Ganz alleine. Und wir fahren hier in dem Vorgarten mit den Wänden. Nicht schön. Nee, stellen finde ich geil. So. Nimmt oder da ist mit dir immer, ne? Ja, doch, sieht ganz gut aus. Da kommt ein Baum, Fichte. Ja, unmöglich. Nadelbaum auf jeden Fall. Also, wer das nicht erkennt, dass es Nadelbaum ist, der sollte auch nochmal nachdenken über eine neue Brille. Mhm. Oh. So. Geht fast an der Halle das Webeck ausgeklappt. An der Halle oder in der Halle? In der Halle. Oh. Also das hinter dem Weg geklappt. Das ist nicht so gut. That's not so nice. Wenn es außerhalb der Halle gewesen wäre oder das Frontmähwerk, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber in der Halle und das Heckmähwerk, ganz schwierige Sache. Drauf wird ja nicht besser, was? Dann klemmt's drin. So. Klemmung, aber jetzt passt was. Hm? Steyr, Lindner. Ich habe den Steyr gefunden. Ich nehme den. Alles gut. Flo. Ja. Was gibt's? Du leerst dir den Düngestreuer nicht. Weil wir den jetzt dann noch brauchen, wenn da die zweite Düngestufe drauf kommt. Und wir zahlen eindeutig weniger, wenn wir ein bisschen warten. Also wieder mal den jetzt zurückgeben und das später nochmal mieten. Dead Vision. Ich glaube, hier liegt noch Dünger auf dem Boden, ne? Oder ist es Kalk? Wo? Hier. Jetzt hat er aus wie Dünger hier auf dem Mitten. Frei. Ja, hier ist toll. Am Hof oder was? Am Hof, ne, war der Ding. Hm? Wo meinst du? Schafstall? Bei dem Dieseltank. Ah ja, das ist, was war das nochmal? Das ist doch Dünger, oder nicht? Den, wo du aus Versehen in den Unitrag reingeladen hast. Ja.
könnten wir vielleicht auch noch irgendwann aufräumen. Irgendwann. In 50 Folgen. Jetzt bleibt er immer noch da. Oh no. Aber ich sehe schon, so wird es auf jeden Fall kommen, wer die hilft hier. Also uns ist mal langweilig und wir wissen nicht, was wir machen müssen. So, dann haben wir hier oben, glaube ich, alles so mit. Ja. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Dann wage ich mich mal hier an die Steilkante. Auf gut Glück, dass ich nicht umfall. Die erinnern sich, wie schräg sieht das aus hier. Oh ja, schon ein bisschen, ne? Die Kamera gleicht sich einigermaßen gerade an. Okay, das war nicht so gut. Was hier rückwärts wieder. So, wie hier die Frontlift an? Ich glaube, die geht automatisch an. So. Alles schön mitnehmen. Oh, das geht. Mal gucken, wir ganz kurz haben wir da oben noch was liegen. Möglich sein, ne? Ja, doch, da liegt irgendwie so was. Das heißt, wir fahren hier auch noch mal hoch. Wir müssen hier alles mitnehmen. So, da vorne zwischen den Buschis natürlich auch. So. Hallo! Ja. Nee, danke, Controller. In der Kurve einfach verabschiede. Das ist nicht ganz so gut. Man kann es so machen, aber. Tut dir nicht gut. Nee. Aber was mich tatsächlich echt wundert, ist die BGA so billig hier, so günstig. Aber man muss dazu sagen, sie ist auch nicht so groß, ne? Sie ist auch nicht sehr groß, ne? Ah ja, für zum Beispiel jetzt. Boah, der Stein hat auch einen geilen Sound. Ja. Du hast den bis dato, glaube ich, noch gar nicht allzu oft gefahren, oder? Gar nicht. Doch. Du hast ja schon mal gefahren. Im Düngen, doch. Das weiß ich ja noch sicher. Ich hab noch nie gedüngt damit. Natürlich. Wir haben dreimal gedüngt und der hat Spaß. Alle dreimal du. Weißt du, warum ich nicht mit dem gefahren bin? Hm? Weil du mit dem an dem Zeitpunkt genauso wie ich schwadisch. Hm. Ist ausgeklappt, ey. Ja, der Schwader ist ein bisschen speziell, aber auf jeden Fall beim, glaube ich, Zusammenklappen und Aufklappen. Das ist eigentlich relativ. Ja, ich glaube ich. Das ist schon kaputt gemacht. Keine Rückmeldung ist nicht so gut. Hallo? Jetzt hat. Ja. Funktioniert er noch? Ja, doch schon. Aber. Aber. Ich jetzt gegangen anfahren. Achso, nee, schön. Du. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Wir machen hier noch ein Tempomat rein. Oh, so. Weil seid die ganze Zeit in einem Kreis fahren. So schön mit GPS fahren. Ah, da drüben sehe ich dich. So. Hallo. Oh, der hat eine Hupe, die gehört hier. Die Hupe ist deins, ne? Ja.
Endlich, Shadow. Ich hoffe, es durchgeht. Das war's. Irgendwann ist er kaputt. Irgendwann macht dann einfach nur Töter. Ist Batterie leer. Ja. Oder Front durchgekühlt. So. Ja, aber das. So. Genau. Fahren wir nochmal kurz rüber. Ja, ein bisschen Innenansicht. Dürfte ich auch noch hinkriegen. Wie schnell kann man mit dem Schwade, Schwade überhaupt fahren? So. Ich würde auch so sagen 12 so weit. Also, beziehungsweise die Geschwindigkeit, wo ich jetzt mit Wender auffahre, so 15, 16. Meine Einschätzung. Ich fahre ja 14. Oder 15, irgendwie so weit. Okay, ich muss hier eine so eine Spur nehmen und passt das eigentlich immer. So, ausheben das Ganze. Nächste Bahn wieder rein. Bisschen rüber noch. Ja, so passt das auch. Mann! Du musst runterhören, sonst kommst du da nicht hoch, glaube ich. Ich bin im ersten Gang, ne? Siehst du, wie lange ich hier hoch da, ne? Aber. Ja. Wenn ich aufs Bremse gehe, rutsche ich einfach, also roll ich einfach wieder runter. Ich weiß. Was soll denn die Scheiße? Hast du Allrad an? Ja. Da ist es besser, wenn ich den Hang in Schräglage fahre. Meine Empfehlung. Ist zwar dann ein bisschen riskanter, dass du umfällst, aber du kommst leichter hoch. Oh. Hat er alles mitgenommen beim Wenden? Ja, glaub schon. Also auf jeden Fall alles, was ich gefunden habe. Außer irgendwo zwischen Busch ist irgendwas versteckt, dann habe ich natürlich nicht gesehen. Ich muss die Erschaft zweimal durch eine so eine Bahn. Ja, moi. Wahrscheinlich. Muss ich. Das wird ein Spaß. Schwader technisch? Nein, ich meine, das wird ein Spaß mit dem Ding, Ladewagen dann. Achso. Ja, das auch. Aber was ich glaube ich tatsächlich glaube, wenn wir mal ein bisschen zu Geld kommen sind und so weiter, dass wir uns, wenn dann zum Beispiel einen Schwader, einen größeren zum Liegen, aber den kleinen zum Beispiel noch behalten für kleinere Sachen. Ja. Weil für hier die großen Flächen oder sowas ist natürlich ein großer schon besser, aber wenn es jetzt aber bis zwischen hier wieder zwischen die Bäume durchgeht oder so, da kommt man halt mit einem großen nicht durch, ohne dass man irgendwo hängen bleibt. Und da ist halt der kleine schöner und einfacher zum Durchfahren. Der ist ja beim Wender hier auch schon so am Hang. Hat er auch schon manchmal seine Probleme, dass er nicht alles mitnimmt. Aber im Großen und Ganzen nimmt er doch noch alles ganz gut mit. Er ist jetzt auch noch nicht der größte. So, was sind wir mal drüben noch hin? Eigentlich ist die Folge jetzt dann schon gleich zu Ende, aber ich überziehe jetzt noch ein bisschen, weil ich möchte das hier noch fertig wenden. Wegen den zwei oder drei Bahnen da, was das sind. So, willst du hier ein Messi-Projekt draus machen, oder wie? Hm? Messi-Projekt nee, Messi-Projekt nicht, aber ich meine es einfach, wenn wir zum Beispiel mit dem Schwader, wenn wir zum Beispiel mal Beispiel in vier Kreisen kaufen, ja, dann kommen wir an dem Hang oder so weit, können wir nichts aufnehmen, weil er sich da nicht anpassen kann. Und deswegen, ja, deswegen würde ich da sozusagen den kleinen behalten, damit man dann am Hang zum Beispiel mit dem kleinen ranfahren kann und das dann schwaden kann. Somit, so meine ich's. Klein ist der hier auch nicht, ne? Ja,
Im Gegensatz zu den vier Kreiseln. Du musst halt auch bedenken, zwei Kreisel mehr sind immerhin noch zwei Kreisel mehr. Ja. Aber wie, was hat er jetzt für eine Breite? 6 Meter? Irgendwie so? Ja, 6 ungefähr, 5,8. Irgendwie so was. Ist zwar auch nicht wenig, aber wie zum Beispiel hier jetzt die großen Bahnen, da fährt man schon ein paar Mal, bis man da alle zusammen hat, ne? Außer man holt sie natürlich einen zweiten. Oder mal an der GPS, dann geht's auch. Ja, aber du brauchst insgesamt die Zeit, meine ich. Die du brauchst. Da habe ich kein Problem mit. Ja, wir können natürlich auch was offline machen. Zeit haben wir ja. Ja, Zeit ist nicht das Problem. So, ich ziehe die letzte halbe Bahn. Deswegen haben wir schon Dach 3, werden es wahrscheinlich zeigen. Ich darf mich natürlich schon mal fürs Zuschauen bedanken. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf, graf, wir haben falls noch nicht getan. Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's mal wieder von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erde, gerade mal das nächste Pin-DLC. Und ja, wir sagen, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Rolling the dice, praying.